am rechten Seite werden wir drei alten Speichern vorbeifahren. Diese Speichern waren im 18. Jahrhundert gebaut. Damals war Kopenhagen ja ein ganz wichtiger Handelshafen hier in Nordeuropa. Die dritte Speicher ist doch ein Kunstmuseum, sogenannte Königliche Abgusssammlung. Hier gibt es Abgüsse von vielen berühmten Skulpturen vom Allerwelt. Und wir sind ja immer noch in der sogenannten Adelstadt, bedeutet die meisten Häuser war ursprünglich als Adelsverlegen gebaut. Gutes Beispiel hier am linken Seite zum Beispiel. Auch die mehr modernen Häuser auf der rechten Seite sind Büros. Hier ist ja zum Beispiel Energieministerium und daneben Energieministerium Hauptsitz der Erbe Müller Reederei. Haben wir auch von anderen Seite des Kanals gesehen. Vorne uns, größte Sprengbrunnen im Kopenhagens, heißt Gefernbrunnen. Hier ist abgebildet ein Geschichte aus der alten nordischen Mythologie über die Göttin Gefern, die Seeland auf Schweden ausgeblüht hat. Und neben Gefernbrunnen, die anglikanische Kirche Kopenhagens, die Kirche für die englische Gemeinde, heißt St. Albans. Und hier vorne, als wir rechts fahren, dann schauen Sie bitte ein bisschen links, dann werden Sie einige goldenen, zwiebelgeformten Kupfen sehen und goldenen, zwiebelgeformten Turmspitzen. Das bedeutet immer eine russische Kirche. Und so ein gibt es auch hier im Kopenhagen. Die russische Kirche heißt die Alexander Nevsky Kirche. Genau wie die russische Kirche hier am linken Seite. Die russische Kirche, die Alexander Nevsky Kirche, wurde genau wie die anglikanische Kirche St. Albans am Ende 19. Jahrhundert gebaut. Damals hatten wir in Dänemark einen König, Christian der IX., der erste König in sogenannter Glücksburger Dynastie. Der war auch als Schwiegervater Europas bekannt. Und der hatte zwei Töchter. Eine Tochter wurde Königin von England, als sie mit Edward dem VII. Verheiratet wurde. Und eine andere wurde Zarina von Russland, als sie mit Zar Alexander dem III., zweitletzte Zar von Russland, verheiratet wurde. Und die beiden Herren, sie hatten ja jeder eine Kirche für die beiden Frauen gebaut. So deswegen haben wir ja hier in Dänemark, in Kopenhagen, eine russische Kirche und eine evangelische Kirche. Wir haben ja auch eine schwedische Kirche, kommt hier am rechten Seite vorbei. Die schwedische Kirche ist, genau wie die meisten dänischen Kirchen, eine evangelische Kirche. Aber als man in Kopenhagen ist, dann muss man ein ganz besonderes Frau besuchen. Diese Frau ist natürlich die kleine Meerjungfrau. Und diesen Besuch machen wir natürlich auch. Die kleine Meerjungfrau war ja ursprünglich ein Märchen von Hans Christian Andersen geschrieben. Eigentlich ist es eine ganz traurige Geschichte. Die kleine Meerjungfrau hat ja nie die Liebe des Prinzen gewonnen, war aber zum Meerschaum verwandelt. Und auch als Skulptur hat die kleine Meerjungfrau ein hartes Leben gehabt. Zweimal hat sie zum Beispiel den Kopf verloren. Erstes Mal 1964, da hat der Polizei überall nach diesem Kopf gesucht, aber man hat den Kopf nie gefunden. Aber glücklicherweise hatte man eine alte Kopie, so man konnte einen neuen Kopf gießen. Aber 30 Jahre später hat sie auch diesen Kopf verloren. Diesmal hat man den Kopf schnell wiedergefunden und man konnte es nochmal anbauen. Und als sie jetzt die kleine Meerjungfrau treffen, ja, dann hat sie Kopf und alles, was zu einer Meerjungfrau gehört. Und man muss ja diesen Besuch machen, weil endgültiger Beweis, dass man wirklich in Kopenhagen gewesen ist, ist natürlich ein Foto von der kleine Meerjungfrau. So, wir machen hier
Nochmal 5 Minuten. Das Foto für die kleine Meerjungfrau. Die kleine Meerjungfrau war für ein dänischer Bildhauer Edward Eriksen gemacht. Der ist nicht bekannt für etwas anderes als die kleine Meerjungfrau. So, dass sie ganz bestimmt nie von diesen Eriksen früher gehört hat, bedeutet nichts. Jetzt, ganz bald, werden sie seine am meisten, man kann auch eigene Gründens dazu sehen, die kleine Meerjungfrau. Und Sie haben ja natürlich auch hier von der kleinen Meerjungfrau, geben Sie in den richtigen Winkel, dann machen Sie auch mit der kleinen Meerjungfrau im Hintergrund ein Foto von Königsschiff Dannebrog. Königsschiff Dannebrog von 1932 macht das älteste Königsschiff der Welt. So, hier 5 Minuten für die kleine Meerjungfrau. Wir fahren hier weiter um 2 Uhr 25. Die kleine Meerjungfrau hier gleich am Ring. Beweis, dass sie in Kopenhagen gewesen sind. Aber als sie draußen war, haben sie vielleicht auch diesen Wellen hier am linken Seite bemerkt. Hinter diesen Wellen liegt die alte Zitadelle Kopenhagens. Die Zitadelle wurde in den 1660er Jahren gebaut, um Kopenhagen gegen Angriffe vom Meer zu schützen. Die Zitadelle hat immer noch eine militärische Funktion heute, unter anderem liegt Nachkriegsdienst der Armee in der Zitadelle. Aber trotzdem ist die Zitadelle offen zur Öffentlichkeit. Sehen Sie, es ganz populär, oben am diesen Wellen einen Spaziergang zu machen. Es gibt übrigens auch eine andere Frau hier im Angelgebiet, hier am rechten Seite, unser Schützengel. Ein Denkmal des Ersten Weltkrieges über dänische Seemänner, die im Ersten Weltkrieg getötet waren. Dänemark war nicht im Ersten Weltkrieg direkt beteiligt. Dänemark war damals neutrales Land. Aber Dänemark ist ja Seefahrtsnation und während des Ersten Weltkrieges hat das leider bedeutet, dass viele dänische Seemänner an Bord Handelsschiffe getötet waren. Und Dänemark ist ja Seefahrtsnation, weil Dänemark ist ja ein Inselland. Ja, es gibt ja Halbinsel Jutland, aber sonst diesen 406 Inseln. Hier, wo wir jetzt fahren, das war ja früher Hafengebiet, das sieht man auch ganz klar. Aber jetzt ist hier Wohnungsgebiet ganz gutes und ganz auch ganz teuer Wohnungen. Aber dann kann man auch sein Segelboot haben, hier ganz neben sein Haus. So wo früher die große Handelsschiffe gekommen waren, ja hier liegen ja dann Segelboote. Und Segeln ist ein ganz populäres Aktivität hier in Dänemark, weil man ist in Dänemark nie mehr als 50 Kilometer vom Meer entfernt. Und eins mit mir. Das ja auch, weil Dänemark so ein populäres Ferienland ist für die Deutschen. Wir haben ja sehr viel Strand zum Beispiel. Und besonders bei Nordseeküste in Jütland kommen jedes Jahr viele Deutsche her, um Urlaub zu machen. Und dann kommen wir nochmal hier am linken Seite die alte Zitadelle. Das war ursprünglich auch ein Teil der Befestigungsanlage Kopenhagen. Kopenhagen war ja eine befestigte Stadt bis Mitte 19. Jahrhundert, aber als man beschlossen hat, diese Idee auf eine befestigte Stadt aufzugeben, ja, da hat man auch beschlossen, einige Teile der alten Befestigung sollte man hier als öffentliche Pacht behalten.